Großeinsatz der Feuerwehr am Wiesbadener Kureck. Gegen 11 Uhr mittags am Dienstag war im leerstehenden Reifeisengebäude ein Feuer ausgebrochen. Eingegangen ist die Meldung, dass im obersten Geschoss des Reifeisengeländes ein Vollbrand wäre. Wir sind erstmal in der Leitstelle von Ausgang, das ist im Hochhaus. Als die ersten Einsatzkräfte hier eintrafen, stellten sie fest, dass in dem Seitengebäude im 5. Obergeschoss ein Vollbrand herrschte. Es wurden sofort umfassende Brandbekämpfungsmaßnahmen vorgenommen. Dies geschah über mehrere Drehleitern, insgesamt über 3 Drehleitern. Es wurden 3 Abschnitte gebildet. Problem war, erstmal die Brandbekämpfung durchzuführen und es gab Informationen, dass noch Personen eventuell in dem Gebäude sind. Nach aktuellem Stand geht die Feuerwehr davon aus, dass sich niemand mehr im Gebäude befunden hat. Ja, momentan laufen die restlichen Belüftungsmaßnahmen. Dann wird noch ein Teil des Löschwassers versucht abzusaugen, um den Wasserschaden gering zu halten. Und anschließend wird dem Hausmeisterservice und dem Eigentümer das Gebäude wird übergeben. Es muss verschlossen werden, damit niemand Fremdes, Unbefugtes eindringen kann. Konkrete Anhaltspunkte für die Ursache des Brandes gibt es aktuell noch nicht. Allerdings geht die Feuerwehr nicht davon aus, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat.